So, Safety first. Denn das, was wir heute vorhaben, Freunde, noch bei TSW4, das gab es bei TSW4 noch nie. Also doch irgendwie schon, denn wisst ihr noch, als ich 515 km/h gefahren bin? Ui, 515, Leute. Festhalten. Es kommt der Kurve. Ja, und so sah es aus. Ich dachte mir ganz ehrlich, ich habe nicht mal zu dem Zeitpunkt die Grenzen aller Möglichkeiten ausgeschöpft. Besonders hinblickend darauf, nochmal auf ein Video verwiesen, ich habe ja schon mal für mich persönlich hier auf der Konsole den längsten Zug überhaupt gebaut. Und dort hat dann auch das Spiel abgekackt. Das Spiel wollte nicht mehr, das Spiel hatte keinen Bock mehr gehabt. Und dementsprechend werden wir heute weiterhin arbeiten. Wir werden heute nicht nur die längste Lokomotiv-Gedöns-Eisenbahn der Welt bauen, sondern auch gleichzeitig den schnellsten Zug jemals bei TSW ohne Mods. Also ich weiß leider nicht, was PC-mäßig alles funktioniert, aber hier auf der Konsole schneller geht's nicht. Von daher fangen wir folgendermaßen an. Wir werden natürlich selbstverständlich erst einmal Passagiere haben wollen. So, dann nehmen wir uns von der Stania 8F. Mal gucken. Mineralien, Kalksteine. Hier, MK1. Den positionieren wir mal so hier hin. Jetzt müssen wir einmal hier mal abkoppeln. So. Den Minus. Genau, der bleibt. Guck mal, es sind auch die Leute drin. Die freuen sich schon. Das ist sehr schön. So, dann koppeln wir das Ganze auch mal hier ab. So, sehr schön. Und nimm den mal hier weg. So. Er steht ja für sich alleine. Wir haben ein paar Fahrgäste drin. Und jetzt können wir basteln. So, da finden wir unser LMS Stania 8F. Das aber doppelt nicht nur einfach, also den hier. Und positionieren den jetzt einfach mal hier so hin. So, Nummer 1, 2, 3. Gut, 24, mehr geht irgendwie hier nicht. Und jetzt verbinden wir die Saale. So, manuelles Ankoppeln. Und das machen wir jetzt hier mit jedem Einzelnen. Einmal nach vorne. So, dann springen wir zur nächsten Lok. Bremse einmal lösen. Vorne sowie aber auch hier weiter hinten. Und schon rollt sie weiter nach vorne. Und jetzt wieder ankoppeln. So, und dann haben wir am Ende dieses Monstrum hier. Aber das war noch nicht alles gewesen. Wir werden jetzt einfach mal einen Fahrplan erstellen, werden über das rote Signal fahren, weil es dann auf grün geschaltet wird. Und dahinter werden wir noch welche ankoppeln. Also hier auch nochmal einsteigen. Hinsetzen. Bremse voll aufdrehen. Das muss dann ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Das mal ein bisschen anrollen hier. So. Ankoppeln, Bremse noch dabei haben, jetzt mal eine Route setzen. So, also um ehrlich zu sein, ich glaube, das war jetzt schon ein gutes Maximum gewesen, weil, achtet mal auf Folgendes, guck mal hier, schön flüssig, und sobald ich den jetzt hier anschließe, da. Das ist nicht mehr viel, was jetzt hier noch an Performance läuft. Es geht immer noch, aber es ist halt nicht mehr geil. Also das heißt, es ist nicht die Grenze, es können noch mehr raufpassen. Problem wird aber nur sein, es wird quasi immer unflüssiger. Das geht hier aber immer noch. Das würde ich jetzt gerne so beibehalten. Das heißt, dieser Zug hier, so wie er ist, ist miteinander verbunden. Endgültig. Das heißt, jetzt können wir rein durchgesehen
voll Schub geben und gucken, wie schnell wir sind. So, dann haben wir ganz vorne natürlich selbstverständlich hier Platz. Ich würde auch ganz gerne mit den Fahrgästen fahren. Macht aber keinen Sinn, weil ich muss ja die Geschwindigkeit im Auge behalten. So, Bremsen allesamt hier jetzt gelöst. Und ich würde sagen, einmal vorsichtshalber abspeichern. Ist immer nicht schlecht. Jetzt gehen wir auf Karte. Setzen mit unserem Zug eine Route. Nehmen uns wieder mal nach ganz oben. Einfach nur provisorisch. Wir kommen sowieso nicht weit. 515 km/h, Freunde, wollen wir heute schlagen. Mein absoluter persönlicher Rekord. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen oder auch nicht. So, Ziel ist gesetzt. Wir warten kurz ab, bis das Signal auf grün kommt. Signal ist auf grün, wir können loslegen. 3, 2, 1, go! Langsam losfahren und es geht jetzt schon ab. Ich bin gespannt, 515 km/h, ob wir es schaffen oder nicht. Es kann zu viel sein, es kann vielleicht auch zu wenig sein, wer weiß. Wir haben sehr viel Eigengewicht natürlich, selbstverständlich. Und ich würde sagen, sobald wir jetzt ein bisschen angerollt haben, gehen wir nach und nach Schritt für Schritt nach oben. Und jetzt volle Lunte. Ihr seht schon, das Spiel läuft nicht mehr, bei weitem nicht mehr auf 60 Frames. Also auch bei mir hier. Es stockt ein bisschen. Es ist aber noch alles in Ordnung. Also das kann ich doch, das ist für mich doch in Ordnung so als Video. Aber mehr geht nicht. Je mehr Blocks wir basteln, desto schlimmer wird es eigentlich auch schon. Das hatten wir damals bei meinem längsten Zug überhaupt gesehen. So, 60 km haben wir schon mal drauf. Es wird ein bisschen dauern. Währenddessen kann ich noch mal kurz durchgehen und gucken, ob alle Bremsen gelöst sind. Wurscht, 320 haben wir schon mal und es geht immer weiter hoch, immer weiter hoch. Die ersten, einen Kilometer war natürlich jetzt ein bisschen sehr zögerlich gewesen, aber jetzt, wo wir die ersten Bereiche haben, wo es runtergeht, kommen wir jetzt immer mehr in diesen Bereich, in den ich gerne möchte. Und wir sind jetzt auch in dem Bereich, wo es sowieso steigt. Also 340 und es geht weiter nach oben. So, 400 km haben wir auch schon erreicht und die schnellste Stelle, die kommt jetzt auch gleich. Vielleicht mal ganz kurz mal für all diejenigen auf dieser Strecke. Ab hier ist kein Überleben angesagt. Ja, meine junge Frau, wenn Sie wüssten, welchen historischen Moment Sie gleich erleben werden. Für einen sehr kurzen Augenblick. Aber gut, ey, Leute, auch ihr da hinten, habt Spaß dabei. Oh, gleich 450 km/h. Ach, den Fahrtwind genießen, besonders bei 520 km/h. Ja, Leute, wir haben es jetzt schon geschafft, unseren persönlichen Geschwindigkeitsrekord von 515 ungefähr zu brechen und... Wenn wir uns mal angucken, wir kommen jetzt an der übelsten Stelle gleich raus, denn es geht doch mal, auch wenn es so ein kurzes Stück hier ist, aber es geht doch mal 200, 300 Meter runter. Jetzt geht doch mal die Luzi ab, 1% geht es nach unten. 530. Es geht rein Richtung 540. Wir haben noch ein paar Meter. 539, knacken wir die 540, neuer Rekord, neuer persönlicher Rekord, ist es auf alle Fälle. Und nein, 539 und jetzt gleich sind wir mit 539 km/h. Ja, Freunde, das soll's gewesen sein, das war... Zumindest mein Versuch gewesen, meinen persönlichen Geschwindigkeitsrekord noch einmal zu überbieten. Und wir haben es geschafft. 539 waren es am Ende gewesen. Knapp 20 km/h schneller als damals bei meinem letzten großen Versuch. Und ich würde sagen, das Ganze können wir gerne mal toppen. Aber dann heißt das Spiel TS45 und wir können vielleicht glorreich sagen, zumindest für uns persönlich, der schnellste Zug bei TS45 später. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, euer Tschüssikowski. Hoi, alter Fighter. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das waren wirklich 500 km. Alter Falter. Boah. Oh, jetzt läuft das Spiel auch endlich wieder flüssig. Herrlich. Ah. Schön.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Abenteurer Waldemar van der Lock hat es geschafft, in Großbritannien den Weltrekord einer dampfbetriebenen Lokomotive zu brechen. Mit 60 aneinander gekoppelten Zügen und einer Endgeschwindigkeit von 402,5 km/h ist er nun alleiniger Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde. Vermeintlich dachte dieser aber, er habe den Rekord für den schnellsten Zug der Welt für sich eingeheimst. Dieser beträgt jedoch 603,5 km/h und wurde vom japanischen Zug Shinkansen LO aufgestellt. Nun befindet er sich in Würzburg-Kassel und versucht, diesen Rekord zu schlagen.